Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 26. Juli. Ich grüße Sie wieder ganz herzlich. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gekommen. Und jetzt sehen wir hier am heutigen Tag, dass auch die ozeanischen Währungspaare, insbesondere Kiwi und Aussie, also hier vertreten für den Neuseeland-Dollar, Australdollar, heute stark nach oben ziehen. Hier sehr, sehr aggressiv Tagesgewinne vollziehen. Und das fand hier in den Morgenstunden statt, beziehungsweise vielmehr in einem Zeitfenster von, jetzt muss man das mal schauen, ja, den frühen Morgenstunden. Das Ganze begann so 6, 7 Uhr. Da schossen die Paare stark nach oben. Das sehen wir auch hier an diesen Kerzen im Stundenchart-Intervall. Da beginnen wir erstmal vom großen Bild. Dazu hatten wir unlängst eine Analyse erstellt zum Kiwi, die hier darstellte, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar eben auch in Händlerkreisen als Kiwi bekannt. Einen schönen Aufwärtsimpuls vollzog, sich hier dem Widerstand um 0,72 US-Dollar näherte. Letztlich hier oben sozusagen der maximale Deckel, dieser blaue Tendenzfall, eben die Annahme, dass wir hier an dieser gespiegelten, an dieser parallelen Linie, die hier von diesem Abwärts, halt von diesem Aufwärtstrend herrührt, das Ganze per Kopierfunktion bzw. als Trendkanal zu konvertieren, nach oben gezogen, hat sich dann praktisch hier oben sozusagen dargestellt als möglicher Widerstandspunkt in Verbindung dieser Horizontallinie im Bereich 0,72. Wenn man sich rauszieht, hier haben wir hier zumindest ein Level gehabt aus 2011 und hier nochmal 2015, wo dieses Level, wie besagt, interessant wurde. Das eben der Grund der Annahme, um zu sagen, hey, nach diesen vorangegangenen starken Wochen hier oben durchaus mal die Chance, einen Rücklauf zu vollziehen. Und genauso kam es auch, wenngleich dieser Rücklauf ja nicht ganz idealtypisch ablief, wobei es ist ja noch längst nicht vorbei. Das heißt, Sie sehen hier, wir haben noch einige Wochen im August, wo das Währungspaar technisch gesehen hier durchaus noch in den Preisbereich um 0,6850, 0,6840 hier zurücksetzen könnte. Hier dann praktisch, wie zuletzt gesehen, eine ideale Auffangstation, um wieder nach oben zu ziehen. Doch ob das Währungspaar natürlich diesen Gefallen einem tut, das bleibt mal abzuwarten. Gehen wir mal in den Tagesschart. Hier hatten wir ja auch zwei Szenarien. Zum einen direkt scheitern an dieser Trendlinie. Da hatten wir auch schon einen sehr starken Impuls hier am 7.7. Oder alternativ nochmal der Test dieser Trendlinie. Also ich meine, man muss natürlich immer wieder auch Alternativszenarien, beziehungsweise insbesondere eben, falls das Setup nicht aufgeht, Szenarien einer Gegenbewegung einplanen. Ergo, wenn wir hier deutlich über 0,73 rausgegangen wären, dann hätte sich das Setup ohnehin erledigt, weil dann wären wir eben hier aus diesem Trendkanal, den wir hier auch nochmal im Tagesschart sehr schön sehen, nach oben ausgebrochen. Aber die damalige Annahme, dass wir bereits hier an dieser kurzfristigen schrägen Trendlinien scheitern könnten, hier im Bereich um 0,72, das erfüllte sich nicht. Es gab tags drauf direkt nochmal eine Monsterkerze, die eben hier im Hoch sogar 0,7307 beinahe erreichte und natürlich hier dann sicherlich der ein oder andere schon das Schwitzen angefangen hat, weil hier wurde auch das Hoch vom 23.06. rausgenommen. Und wenn man die Stops eben hier zu eng gesetzt hätte, dann natürlich sicherlich dann den unglücklichen Ausstopper hätte kassieren müssen, um dann praktisch zuzusehen, wie das Preislevel dann eben doch runterfällt. Daher auch Tipp aus der Praxis, lieber vielleicht ein Stück weit kleineres Size und den Stop ein Stück weit weg vom eigentlichen Standard-Stop-Level, um eben zu sagen, wenn solche Spikes erfolgen und nach der starken Kerze hier vom 8.7. folgte ja dann auch nochmal ein neues Verlaufshoch am 12.7. Und dieses wurde, wie gesagt, aber dann letztlich nicht bestätigt. Das Währungspaar hat sich hier bei 0,73 ganz klar in den Kopf gestoßen und seitdem ging es eben auch radikal nach unten. Heute die aktuelle Tageskerze hier mit 79 Pips versehen. Das ist eigentlich schon die Range. Die Tagesrange ist hier gesprengt. Die bewegt sich nämlich bei 71 Pips. Also grundsätzlich das Währungspaar für heute eigentlich ausgelutscht. Ob da jetzt noch richtig was passiert, das bleibt mal abzuwarten. Aber wir sind hier eben übergeordnet immer noch in einem schwachen Trendimpuls. Dazu zeige ich Ihnen mal den MetaTrader Rainbow Chart. Ziehen wir gleich mal hier rein. Ja, auch mit den Stats und den Kennzahlen. Haben wir alles dabei, was wir brauchen. So. Wollen wir nochmal sehen, dass er hier nochmal hochkommt. Da ist er. So, jetzt haben wir es. Also hier sehr, sehr schöne Rainbow-Struktur. Das ist übrigens der Stundenchart. Lassen Sie sich nicht durch die bunten Farben verwirren. Das ist der Rainbow-Style. Gleitende Durchschnitte multipler Natur, die eben hier eine Trendbewegung initiieren. Hier sehen wir die Average Daily Range mit Rot schon entsprechend touchiert mit dem Tief und dem Hoch von heute.
sind wir praktisch über den Durst gelaufen. Auch Resistant Level 3 ist abgearbeitet. Grundsätzlich eben hier in der Asia-Session eigentlich alles schon gelaufen, also im Morning-Meeting sozusagen. Und jetzt eben die Gretchenfrage, ob es hier noch nach oben gehen kann. Für mich selbst sieht das eher ein Stück weit schwierig für heute aus. Natürlich, ein neues Tageshoch könnte in einer Übertreibung bis zum Vorwochenhoch auch noch führen. Doch da denke ich mir, wo sollen denn diese Moves herkommen? Also ich denke, der Kiwi ist für heute gelaufen. Wobei, neues Tageshoch kann Potenzial versprechen. Aber die Rainbow-Struktur eben, wie gesagt, vorhanden und insofern auch hier schon mal ableitbar im Tageschart die Chancen einer sehr, sehr großen Erholungsbewegung meines Erachtens nicht so stark gegeben. Ich würde eher sagen, wir haben es hier mit einem korrektiven Impuls zu tun, den wir jetzt hier auch auf Tagesbasis mit Fibonacci zum Beispiel mal einfangen können. Was tut man da? Man versucht hier praktisch die entsprechenden Highs oder das High und das Low einer letzten Bewegung, eines Impulses, den sehen wir hier ja sehr schön, den Abwärtsimpuls zu erhaschen. Und da sehen wir hier sehr schön, Moment, wir müssen mal die Fibo-Levels an die Seite ziehen, damit wir die auch besser sehen können. Nennt sich dann Marker und die können wir natürlich auch nach rechts verschieben. So, schwupp. Da haben wir die Fibo-Levels 38, 50, 61, entsprechender Harmonie. Dürfte es bereits eng werden, wenn das Währungspaar die 0,71 ansteuert, Schrägstrich bei 0,71 40 rund 0,7182 wäre dann hier sozusagen das Maximum Level. Und insofern kann man sich hier schon mal auf die Idee einstellen, dass ja, wie gesagt, hier eine mögliche Erholung, weil wir eben hier noch nicht das finale Tief gesehen haben von diesem Abwärtstrendkanal. Könnte auch beispielsweise so verlaufen. Ja, das wird das jetzt hier entsprechend sehen. Bis zum 61er wohl möglich und dann hier nochmal der Lauf eben bis 0,6850, vielleicht sogar ein Stück tiefer. Das wäre durchaus ein präferiertes Szenario. Grundsätzlich hier die Saisonalität nicht ganz so stark ausgeprägt. Wir sehen ja kurzfristige Schwäche, dann wieder einen starken Impuls, aber mehr oder weniger einen Seitwärtslauf bis in den August hinein. Wir zoomen uns mal 40 Tage voraus, um mal zu sehen, wie der Rückenwind saisonaler Natur da ausschaut. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass wir, wie bei den Yen-Pairs ja auch zu sehen, im August wohl eher einen stürmischen Monat haben werden. Klar, das sieht dann wieder im September ganz anders aus, aber es wird hier praktisch gestützt, das Szenario, dass wir beispielsweise ein Stück weit noch hochlaufen, aber durchaus innerhalb des Abwärtstrendkanals nochmal nach unten kippen können. Das Setup zum Kiwi finde ich in jedem Falle ganz interessant. Was man draus macht, muss jeder selber wissen. Das sind ja, wie gesagt, keine Handelsempfehlungen, sondern nur Ideen, Trading-Ideen, Möglichkeiten, um den Markt hier sozusagen ein Stück weit einzufangen. Und ich denke, hier ist es auf jeden Fall eine ganz interessante Konstellation beim Kiwi. So, dann, liebe Zuschauer, dann wären wir schon heute durch. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, natürlich hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.